Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns immer noch in der Stadt der Uhrwerke und wir sollen mit Kanzler Gascone sprechen. Der befindet sich aber hier hinten drin. Irgendwo in einem Gefängnis. Oder komme ich jetzt? Nee, hier komme ich jetzt wieder raus, glaube ich, ne? Oder auch nicht. Geradeaus rechts. Ach so, da ist es doch schon. Ah, ihr schon wieder. Ich schätze, ich sollte euch danken, dass ihr mich verschont habt, auch wenn mir das nichts bringen mag. Dieser wandelnde Schrotthaufen Luciana will mich ganz tief einbunkern. Ich weiß es. Überlasst mich einfach meinem Händeringen. In Ordnung? Vielleicht können wir einander helfen. Ich werde Jagd auf den Schatten machen, aber ich brauche Informationen. Informationen? Ich war in dieser kahlen Zelle eingesperrt, seit sich unsere Wege getrennt haben. Was könnte ich denn überhaupt wissen? Ich habe vorhin den Omnivox quaken hören. Ging es dabei hierum? Ist es... Oh je. Die Kultisten haben euch aus dem Cookie-Turm ausgesperrt, oder? Ja. Der Schatten ist auf dem Weg zu Sotasil. Ich muss wissen, wie sich die Kultisten in der Stadt bewegen können. Ich könnte euch helfen, aber im Gegenzug müsste etwas für mich erledigt werden. Einer der Scarfin-Vollstrecker von Clavicus Vile pirscht aufgrund eines eigentümlichen Kontrakts durch das mechanische Fundament. Tötet diesen Dädra und bringt mir den Kontrakt. Dann erzähle ich euch alles, was ich weiß. Ich weiß nicht, ob man danach noch das Untere auswählen kann, aber wir könnten jetzt rein theoretisch oben fragen, dass er etwas über den Kontrakt sagen soll. Ich persönlich möchte ihn aber lieber überreden, also solange ihr das freigeschaltet habt, und das sollte ja jeder schon von Anfang an freischalten, ich glaube bei der Magiergilde. Bedrohung ist dann bei der Kriegergilde, soweit ich weiß. Deswegen nehme ich habe euch schon einen Gefallen getan, als ich euer Leben verschont habe. Sagt mir, was ihr wisst. Das ist wohl wahr. Was ihr auch denken mögt, ich liebe diese Stadt. Ich kann mich nicht an ihrer Zerstörung beteiligen. Sucht nach Dämmertoren, unglaublich tiefen Schattenbecken. Die Kultisten nutzen sie, um große Distanzen zu überbrücken. Ihr könnt das auch. Wo kann ich diese Dämonentore finden, Dämmertore finden? Ich weiß von zweien. Einem im Osten, einem im Westen. Sucht nach den versteckten Höhlen, wo die Schatten sich vermehrt sammeln. Sobald ihr ein Tor gefunden habt, müsst ihr euch nur hineinsinken lassen. Ich kann aber nicht versprechen, dass es euch dort gefallen wird, wo ihr landet. Erklärt das. Die Tore schlängeln sich durch Nocturnals Reich Immergrau. Ihr könnt sie benutzen, um euer eigentliches Ziel zu erreichen, genau wie es die Kultisten tun. Doch erst müsst ihr Immergrau durchqueren, um andere miteinander verbundene Tore zu finden. Ich gehe dann mal. Möge Seth eure Arbeiten segnen. Und das meine ich ernst. Hasst mich, wenn es sein muss, aber ich hoffe wirklich, dass ihr diesem Irrsinn ein Ende machen könnt. Ja, das hoffe ich auch. Und jetzt hasst ihr mich wahrscheinlich, aber ich möchte mal eben ganz kurz einen kleinen Screenshot davon machen, weil ich irgendwie denke, dass das ein ganz gutes Bild wäre als Cover. So, bevor ich dann gar nicht mehr dazu komme oder das vergesse. Das wäre dann natürlich doof. Wir gehen jetzt nochmal schnell zu Luciana. Die steht hier um die Ecke da. Sagt mir, dass ihr etwas habt. Ich habe einen Weg gefunden, dem Schatten von Sotasil zu folgen. Dämmertore. Tore, natürlich. Meine Apostel sind einigen Gerüchten über Kultisten nachgegangen, die seltsame Becken am Rand des Radius errichtet haben. Nur haben wir keines von ihnen gefunden. Wie funktionieren diese Tore? Wir könnten ein Tor benutzen, um Immergrau zu betreten. Dort angekommen, müssen wir ein anderes Tor finden, das uns zum
Cogitum führt. Wir werden also die Tore der Kultisten gegen sie verwenden. Das ergibt Sinn. Ich kann nicht behaupten, dass ich große Lust habe, mich durch das Reich des Vergessens zu kämpfen, aber wir haben wohl keine andere Wahl. Hat Gascone erwähnt, wo sie diese Tore errichtet haben? Er hat eines im Osten erwähnt und eines im Westen, versteckt in Höhlen. Und wir haben keine Möglichkeit, irgendwie zu wissen, welches uns schneller an unser Ziel bringt. Teilen wir uns auf. Ich übernehme das westliche Tor, ihr das östliche. Versucht euch in Immergrau zu orientieren. Ich werde dasselbe tun. Hoffentlich schafft es einer von uns beiden rechtzeitig ins Cogitum. Ja, das werden wir dann sehen, ne? Gut, einmal hier rum, rechts rum. Und dann müssen wir mal schauen. Ich glaube, wir können das dann auch direkt hier drüber machen, oder? Hat Talik wirklich versucht, ein Portal ins Reich des Vergessens zu öffnen? Da müssen... Ah, ja, wir können porten, aber leider nur in die Mitte. Den Rest müssen wir leider laufen und ich laufe schon wieder anders, als es auf der Karte angezeigt wird. Das heißt, ich mache hier einen kleinen Cut, weil ich laufe im Endeffekt immer nur geradeaus durch bis zum Wegschrein und da werde ich euch dann gleich wieder hinzufügen. Bis gleich! So, jetzt gibt es hier eine Quest. Ja, das ist aber jemand anderes, genau. Ich wollte gerade sagen, die sah jetzt so ein bisschen aus wie die eine eben. Wir müssen wir da geradeaus durch oder müssen wir da... Ne, wir müssen unten durch, ne? Genau, das ist links von uns. Schauen wir mal. Da müssen wir rein, denke ich. Hallo. Ah, Ungefiederte! Ihr seid hier! Das Tor ist zu! Ja, lasst mich euch helfen! Dann hilf mir doch! Oder rede zumindest mit mir. Oh. Ja, das ist es. Immergrau. Folgt mir. Ich wollte doch mit dir reden. Was bist du für ein komischer Vogel? Erfolgt mir ist gut, aber reiten können wir hier nicht, ne? Ne, können wir nicht, okay. Dann laufen wir hier mal ein bisschen durch. So hat die das jetzt wieder weggepackt. So, ich denke... Passt auf, wohin ihr tretet, Ungefiederte! Naja. Diese Steine sind fast zerfallen, wie alles andere hier. Da können wir nicht rum. Das heißt, wir müssen an den Wölfen vorbei. Geht mal zur Seite, meine lieben Wolfies. Wir müssen ja auf jeden Fall einen Umweg laufen. Links, Ungefiederte! Immer links! Würde ich ja gerne. Oh, nerv mich nicht. Ich wollte schon Kobold sagen. Lauf, das Tor ist zu! Zu! Ihr müsst einen anderen Weg finden. Ja, ich weiß. Ich muss ständig irgendwelche anderen Wege finden. Oh, kurvig, Krähenfreundin. Obacht! Wohin? Wohin? Wenn ich hier nicht hängen bleiben würde. Muss ich hier links rum? Durch mein ja, ne? Anders kommen wir hier nicht durch. Folgt dem Wasser, Fettbein! Aus! Aus! Was heißt hier Fettbein? Hallo? Folgt dem Wasser, dann machen wir das doch. So.
glaube, da müssen wir dann hoch, oder? Nehme ich an. Ich muss mal eben gucken. Sind wir jetzt hier richtig? Ich denke schon, oder? Springen wir mal hier runter. Ah, hier ist es, Ungefiederte. Und jetzt hinein in euch. Auf okay. Zu den Klippen. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann. Hier müssen wir. Läuft hier einer vor uns? Weil ich glaube, hier hatten wir sonst eigentlich viel mehr Gegner. Ihr wirkt müde! Müde! Nur noch ein paar Stufen mehr! Ja, das liegt an meiner Ausdauer. Das macht aber nichts. Das ist normal. Leider. Ich habe auch kein Buffhut und so drin. Zieht eure Waffen! Diese Kirche birgt eine von Nocturnals Schwarmköniginnen. Ein saurer Geschmack. Kein Glitzerzeug. Seid von vorsichtig. Mir bekommt ihr nichts. Oh, was ist dein Ernst? Eindringlinge? Nein, ich lasse mich nicht stören. Was lässt du nicht? Kann ich euch Basti. Ich bin es nicht gewohnt, gefangen zu sein. Ein Sperlingshauptmann verteidigt nicht grundlos ein Tor. Hier muss es zurück in die Stadt gehen. Folgt mir. Okay. Wo ist sie? Irgendwo links? Ich erkenne diesen Ort wieder. Das sind die Tunnel, die zum Cogitum führen. Die Faktoten wehrten sich wohl, als der Schatten hier durchgekommen ist. Anscheinend nicht genug. Da, der Zauber des Schattens. Geh du mal in die Richtung. Ich rede nur mal mit der Krähe. Endlich geschafft! Endlich! Gut gemacht, Krähenfreundin. Für jemanden, der keine Schwingen und nur so Stummelbeinchen hat, bewegt ihr euch flink. Nun werde ich dieses Tor mit Krähenmagie verschließen. Niemand wird euch folgen. Ich schwöre es beim prächtigen Gefieder des Herzogs. Kommt ihr mit mir mit zum Cogitum Centralis? Oh nein, noch nicht. Noch nicht! Unser Schabernack ist noch nicht vorbei. Wir haben doch nach Schattenfrauen zu picken und Kultisten zu jagen und Glitzerkram zu stehlen. Nun, danke für die Hilfe. Keine Zeit für tränenreiche Abschiede, Ungefiederte. Geht eurer Metallfrau helfen und haltet diesen Schatten auf. Geht! Wir haben noch viel vor uns. Was? Was, wir haben noch viel vor uns? Egal. Wir gehen erstmal weiter. So, die Tür ist abgeschlossen. Kannst du da was mit anfangen? Komm, beeil dich mal hier. Kannst du die öffnen? Ich gestehe Überraschungen nur selten ein, aber ich werde ganz unverblümt sein. Das war eine der absonderlichsten Reisen meines Lebens. Und ich habe ein sehr, sehr langes Leben gelebt. Was nun? Da die Schattenbarriere nun entfernt wurde, können wir uns wieder frei zwischen der Messingfeste und dem Cogitum bewegen. Jetzt müssen wir eine dädrische Fürstin aufhalten und einen Gott retten. Ich hoffe, ihr seid bereit. Und wir erhalten undurchdringliche Beine vom Set, unermessliche Dunkelheit und einen Fertigkeitspunkt. Zurrt eure Rüstung fest und schärft eure Waffen. Das Betreten des Cogitum Centralis kann sich schon an den besten Tagen als tödlich erweisen. Heute ist sehr weit von einem der besten Tage entfernt. Womit müssen wir im Cogitum rechnen? Abgesehen von den dädrischen Schrecken, die der Schatten auf seinem Weg zurückgelassen hat? Das Cogitum wechselte in seine Tresorkonfiguration, sobald der Alarm ausgelöst wurde. Jetzt müssen wir uns also auch noch mit unzugänglichen Plattformen, feindseligen Faktoten und entfesselten Mechanoiden herumschlagen. Meint ihr, dass die Verteidigung der Schatten verlangsamen werden? Hä? Meint ihr, dass die Verteidigungen den Schatten verlangsamen werden? So.
Wisst ihr, ich würde darauf nicht zu sehr setzen. Sotasil hat sich zwar auf alle denkbaren Eventualitäten vorbereitet, aber der Schatten ist Sotasil. Es ist äußerst schwierig, Abwehrmaßnahmen gegen sich selbst zu entwerfen. Wir können nicht auf Sotasil zählen. Diese Aufgabe obliegt uns. Seid ihr bereit? Ja, ich bin bereit, das Kugitum zu betreten. Ja, aber ich würde sagen, wenn ich mich nicht schon wieder täusche, dass wir hier einen kleinen Cut machen und den Rest dann in der nächsten Folge ansehen werden. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.